In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie ich zu einer minimalistischeren Küche gekommen bin. Ich gebe dir auch Tipps und Tricks, wie ich unnötige Sachen losgeworden bin und inzwischen die Küche habe, wo ich mich wohlfühle. Wie du siehst, ist meine Küche von IKEA und diese haben wir damals alleine stundenlang geplant und zusammengestellt. Ich wollte eine Symmetrie erzeugen. Und wir hatten damals die Idee gehabt, eine Verkofferung zu bauen aus Rehgipsplatten, so dass wir diese Symmetrie erschaffen und die Schränke, die Hochschränke in den Wänden verschwinden lassen. Weil die Küche es räumlich zugelassen hat, habe ich auf die Hängeschränke über dem Herd verzichtet und eine wellenförmige Dunstabzugshaube gewählt, damit ich möglichst mehr freien Platz über meinem Kopf habe. Dadurch wirkt die Küche wie ein langes Sideboard und automatisch ruhiger und aufgeräumter. Damals habe ich unbewusst noch die Prinzipien von Minimalismus angewendet und spätestens nach dem zweiten Kind und Wiedereinstieg ins Berufsleben habe ich gemerkt, dass ich, mein Leben wurde verrückter, komplexer und je komplexer und verrückter mein Leben und Alltag war, umso mehr Sehnsucht hatte ich nach Einfachheit, nach Minimalismus und einfach nach Minimum statt Maximum. Ich habe angefangen, auf solche Sachen Acht zu geben, wie meine räumliche Umgebung aussieht und wie wohl ich mich darin fühle. Schritt für Schritt habe ich verschiedene Sachen, Elektrogeräte, Küchenutensilien von den Arbeitsflächen entfernt, damit meine Seele Ruhe findet. Wenn die Flächen beinahe leer und aufgeräumt sind, habe ich wirklich das Gefühl von einer aufgeräumten Küche. Deswegen versuchen wir, dieses Konzept und dieses Gefühl beizubehalten. Da meine Küche mit dem Ess- und Wohnbereich kombiniert ist, können Küchenarbeitsflächen leicht zu einem Ablageplatz für Taschen, Schlüssel, Post und alles andere werden, was man in den Händen gerade nach Hause bringt. Und wenn eine Person was abgelegt hat, legt man gleich unbewusst andere Dinge hinzu. Das eine Krimskrams zieht wie magisch das andere an. Deswegen ist mein Tipp, versuche dem Drang zu widerstehen, die Dinge auf der Küchenarbeitsplatte abzulegen und such stattdessen ein dauerhaftes Zuhause für solche Sachen wie Schlüssel, Taschen, Post und ähnliches. Vergiss nicht, dass auch die Vorderseite des Kühlschranks ebenfalls eine Oberfläche ist, und zwar eine sehr große. Wenn du also keinen eingebauten Kühlschrank hast, achte darauf, dass keine Gegenstände wie Notizen, Kalendereinträge, Magnete und so weiter an der Kühlschrankoberfläche hängen. Früher war unser Kühlschrank voll mit Magneten und das hat zusätzliche Unordnung produziert. Inzwischen versuche ich das Ganze auf das Minimum zu reduzieren. Elektrogeräte wie Stabmixer, Toaster, Kaffeemaschinen und ähnliche können sich leicht auf den Küchenarbeitsflächen ansammeln und nehmen noch zusätzlich viel Platz ein. Wenn du die Küche minimisieren möchtest, konzentriere dich auf die Geräte, die du wirklich brauchst und oft nutzt. Alle anderen Geräte würde ich in einem Schrank verstauen. Ich habe beinahe die ganzen Elektrogeräte und andere Gegenstände von der Küchenarbeitsfläche entfernt, da ich den Anblick von all diesen Geräten nicht schön fand und die Küchenarbeitsfläche zugestellt waren. Ich habe auf den Brotkasten verzichtet. Vor allem hatten wir oft viel zu viel Brot, als der Platz in diesem Brotkasten es erlauben konnte. So stapelten wir die Brottüten auf dem Brotkasten darauf und dieser Anblick hat immer Unruhe in die Küche gebracht. Du wirst lachen, aber jetzt bewahren wir das Brot in der Küchenschublade. Der Vorteil ist, dass es ziemlich viel reinpasst und wenn die Schublade zu ist, ist alles wieder sauber und aufgeräumt. Genauso die ganzen Ölflaschen, Essig und so weiter bewahren wir in der Schublade neben dem Herd auf. Auch die meisten Elektrogeräte sind bei mir in den Schränken verstaut. Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, alles ist verstaut und ich muss die nicht ständig anschauen oder von dem Staub und Ölspritzern befreien. Wie gesagt, es ist eine IKEA-Küche
und es gab leider keine Lösung von einem Eckschrank, wo man solche Geräte wie Toaster oder Kaffeemaschine aufbewahren konnte. Solche Lösungen bieten oft die Küchenstudios an. So haben wir das selber gebastelt. Mit dem Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdose haben wir Strom in der Schublade und so können wir unsere Geräte anschließen. Wenn ich mir einen Kaffee machen möchte, hole ich die Schublade mit der Kaffeemaschine heraus. Und wenn mein Getränk fertig ist, verschwindet das ganze Gedöns mit Kabeln und Geräten, die unterschiedlichen Höhen und Formen haben, wieder in dem Schrank. Und währenddessen ich hier sitze, Espresso trinke und meine Pause genieße, nutze ich diese Zeit und nutze das meistens sinnvoll. Ich versuche nicht auf dem Handy zu scrollen, sondern ich mache immer meine Lieblings-App auf. Und du kennst es schon, dass es Blinkist, die nutze ich seit dem letzten Jahr. Und das ist eigentlich die beste App, die ich auf meinem Handy habe, weil mit der App lerne ich so viele neue Ideen. In kürzester Zeit, in 15 Minuten, kannst du den Inhalt eines Sachbuches komprimiert geliefert bekommen. Entweder kannst du das lesen oder du kannst es anhören und währenddessen vielleicht joggen gehen, Haushalt machen, egal was. Und gleichzeitig bekommst du neue Ideen, neue Inspirationen, lernst etwas dazu und so wirst du auch sinnvoll unterhalten. Es ist nicht nur einfach Instagram scrollen und ja, die Zeit geht genauso schnell flöten. Dabei lernst du wenig im Vergleich zu dem, was man mit Blinkist so alles lernen kann. Und dieses Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, minimalistischer zu leben, das Haus auszumisten und nur die Dinge besitzen, die ich wirklich möchte, brauche und nutze. Und Blinkist hilft mir natürlich enorm damit, weil wenn ich eine Anfrage starte mit, ich möchte ja zum Beispiel Titel zu Minimalismus hören und wenn ich einen Titel gehört habe, dann wird es mir persönlich weitere Titel empfehlen, die für mich kuratiert sind, die meinen Interessen entsprechen. Und so kann ich eigentlich Bestsellerbücher in nur 15 Minuten mir anhören oder lesen. Gleichzeitig kann ich entscheiden, ob ich die Vollversion lesen möchte oder nicht. Und die Kernaussagen kriege ich natürlich mit. Und was toll ist, du kannst inzwischen deinen Blinkist Premium Zugang mit einer weiteren Person teilen. Das heißt, du zahlst nur einmal und zwei Personen können das nutzen. Und mit meinem Rabatt bekommst du noch 25% auf deinen Premium-Zugang. Starte kostenlose 7 Tage lang Testversion, indem du auf diesen Link klickst. Diesen Link habe ich auch in der Videobeschreibung drin. Und erhalte 25% Rabatt auf ein Premium-Mitgliedschaft und nutze das mit deinem Partner gemeinsam. Mit der Zeit hat mich auch unser Elektrowasserkocher genervt, da das Kabel wie eine schwarze Schlange von der Steckdose sich erstreckt hatte. Den elektrischen Wasserkocher habe ich durch den Herdwasserkocher ersetzt und wenn man Boost-Funktion nutzt, kocht das Wasser genauso schnell wie bei dem Elektrowasserkocher. Damit die Arbeitsplatte nicht zu einer Abstellfläche wird, soll man ausreichend Schrankenelemente haben, wo alle notwendigen Utensilien aufbewahrt werden können. Dafür gehe ich regelmäßig die Küchenschränke durch und miste die Sachen aus, die ich nicht mehr benutze oder nicht mehr brauche. Ich folge dem Flylady-System und ich kann auch sagen, dass ich nur einmal im Monat eine Stunde lang in der Küche ausmiste und das reicht völlig aus, um einen Effekt zu spüren. Dabei mache ich das nebenbei, da ich nicht nur eine Stunde am Stück mache, sondern in nur 15 Minuten Sessions täglich ausmiste. 4 Tage à 15 Minuten reichen aus, um die ganze Küche durchzugehen. Die Sachen, die ich nicht mehr behalten möchte, sortiere ich aus. Diese werden entweder verkauft oder gespendet. So stelle ich sicher, dass in den Schränken Platz gibt für andere Sachen, die ich nicht auf den Arbeitsflächen abstellen möchte. Investiere in die Kochgeschirrsets, die ineinander gestapelt werden können. Dies spart nicht nur eine Menge Platz, sondern bietet alle verschiedenen Größen an Geschirr, die man jeweils brauchen würde. Seit langem kaufe ich diese Pfannen von Woll
Und inzwischen haben wir so ein Set aus verschiedenen Fahnen in verschiedenen Größen. Das Praktische daran ist, dass man die Griffe abnehmen kann und somit ziemlich kompakt alle Fahnen aufbewahren kann, indem man diese ineinander stapelt. Genauso mache ich das mit den Töpfen. Alle Töpfe, die wir haben, werden in dieser Schublade aufbewahrt und da die meisten aus einem Set kommen, kann man diese wunderbar ineinander stapeln. Ich bin ein großer Fan von durchsichtigen Behältern, um das Lebensmittel wie Reis oder Nudeln aufzubewahren. Die IKEA hat eine Menge verschiedener Container, Dosen und Behälter, die nützlich in der Küche sind und die das Innenleben von den Schränken besser organisieren können. Darüber mache ich ein separates Video. Wir haben fast in jeder großen Schublade ausziehbare Schubladen, wo die ganzen Küchenutensilien, Gewürze und sonstige kleine Dinge aufbewahrt werden. Ich finde, dass die IKEA-Küchen eine ganze Menge Möglichkeiten bietet, das Ganze zu organisieren. Es gibt immer Trennwände für die Schubladen, sodass man den Inhalt besser sortieren kann. Durch das Organisieren kann man den besseren Überblick behalten, was in welcher Schublade liegt. Und jeder Gegenstand hat seinen eigenen Platz. Ich versuche auch das Deko auf dem Minimum zu halten. Da die Arbeitsfläche auf der Insel beinahe frei ist, mag ich hier immer eine Vase mit Blumen abzustellen oder einen Blumentopf. Sonst steht hier bei uns Alexa und ich finde es praktisch, Nachrichten über Alexa anzuschauen, währenddessen ich koche. Wir besitzen ja eigentlich keinen Fernseher. Auch wenn ich die neutralen Farben liebe, bedeutet das nicht, dass man als Minimalist auf Farben verzichten muss. Wenn du Farben magst, versuche sich auf ein Minimum zu reduzieren, suche dir ein, zwei Farbakzenten aus, die du durch die ganze Küche behalten wirst. Für mich ist auch eine Schale mit Obst eine Art Deko. Wenn man buntes Obst in die Schale legt, lenkt es Aufmerksamkeit auf sich hin und ist ein freier Farbentupfer in der Küche und für sich genommen bereits ein Dekoobjekt. Genauso können einfache durchsichtige Gläser mit Nudeln, Kochbücher, Schneidebretter oder frische Kräuter und Pflanzen für eine großartige Küchendekoration sorgen. Ich halte mich ja eher zurück und denke immer daran, dass weniger mehr ist. Für manche kann es sein, dass es viel zu wenig Sachen drauf, wenig Deko. Man könnte natürlich auch mit Schneiderbrettern und solche Sachen, Dekorationen spielen. Für mich ist es genau das Richtige, weil ich Minimum haben möchte. Ich möchte eine Fläche haben, wo ich ziemlich schnell durchgehe, wische und ich muss nicht zu viele Dekoartikel drauf haben, damit ich einfach, ja, es geht um Effizienz bei mir in erster Linie und ich möchte die Zeit sparen. Und denk nicht, dass meine Küche immer so aussieht, wie du das hier in diesem Video siehst. Ich habe natürlich unterschiedliche Phasen und meine Küche kann genauso unordentlich aussehen wie ordentlich. Ich gebe einfach mein Bestes und versuche die Küche die meiste Zeit so ordentlich zu halten, damit das Aufräumen auch viel schneller erfolgt. Und dieses Gefühl versuchen wir immer beizubehalten, indem wir alles, was wir genutzt haben oder nutzen, gleich verräumen, gleich wieder zum Waschbecken bringen oder in die Spülmaschine einräumen. Wenn wir kochen, dann versuchen wir auch gleich aufzuräumen hinterher, so dass man später nicht ein Chaos hat. Je weniger man besitzt, umso mehr kann man sich auf wirklich wichtige Dinge im Leben konzentrieren.